Hey Boys, wie geht's euch? Freunde, ich will ganz kurz, dass ihr euch nicht erschreckt, okay? Bitte erschreckt euch nicht, ja? Vielleicht sehe ich jetzt in Richtung Kevin Volta aus, weil ich war gestern im Gym, alright? Und ich habe vergessen, die Kamera anzumachen. Ja, moin. Das war's komplett. Damn, son, where'd you find this? Hallo! Hübsch! Ein bisschen Muskelkater, aber nicht so doll, wie ich dachte. Wie geht's euch, Freunde? Wie geht's euch? Wir sind heute auf super healthy unterwegs, ja? Selbstgemachter Eistee, Freunde, ohne Zucker. Ja? Auf aktive Basis. Ich war im Gym. Ja? Muss mir noch Nasenspray reinhauen, einen Moment. Boah, ich hasse Nasenspray. Bah, Alter. Damn, son, where'd you find this? Boah, es riecht einfach so, als würde ich so, weiß ich nicht, Insekten. Kennt ihr dieses Spray, was man verwendet, um Insekten zu töten? Genauso riecht's. Wie kann man davon addicted werden, Alter? Also ich habe entweder wirklich das ekligste Nasenspray EU West oder I don't know. Union spielt gleich. Wollen wir eine Bet machen? Habt ihr Lust? Digga, Alter, ich sehe schon, ich werde hier so ein richtiger Sportwetten-Dude, Alter. Ich bin schlimmer als ein Monte unterwegs. Okay, Freunde, wir können es uns erlauben. Okay, wir betten immer nur dann, wenn ich den Tag vorher gepokert habe und ordentlich abgeräumt habe. Okay, ich habe gerade 120 Euro auf meinem Account, weil ich gestern gut rasiert habe. Dementsprechend können wir uns, ich denke mal, so 20 Euro davon absneaken. Was wollen wir machen, Chat? Wollen wir einfach auf den Sieg von Union wetten? Warte mal, wie kann ich, es geht doch irgendwie, dass ich unentschieden oder Union gewinnt wetten kann, oder? Das gibt's doch auch irgendwo, meinte Basti mal. Was ist doppelte Chance? Doppelte Chance zweimal? Ah! Erste FC Union oder unentschieden? Ach so! Oh, aber die Quote ist ja komplett scheiße. Also das ist ja, also guck mal, wenn wir 20 Euro wetten würden, würden wir 3 Euro Profit machen, Jungs. Digga! Also da mal ein dickes Pock in Chat, Jungs. Selbst wenn wir ein Hundo wetten würden, wären das 18 Euro. Und dann, also ich weiß nicht, ein Hundo riskieren für 18 Euro ist nicht so worth. Das Ding ist halt, Union spielt oft unentschieden, deswegen weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Wie wahrscheinlich ist es, dass Union 2 Tore schießt und Darmstadt gar keins? Nicht sehr hoch, oder? Würde ich auch sagen. Ich glaube, wir gehen so richtig boring und setzen einfach darauf, dass Union gewinnt. Oder ist das zu boring? Ich habe keine Ahnung. Können wir eine Kombination aus denen machen? Aus Union gewinnt und wie viele Tore kommen? Sowas wie, kann man die kombinieren? Ja, okay, das macht die Quote aber jetzt nicht so... Das macht die Quote schlechter, als wenn ich nur das Einzelne nehme. Hä? Hä? Inwieweit macht das Sinn? Wieso macht diese Quote mal diese Quote weniger Quote? Nur Sieg ist Resident Sleeper? Ist es? I don't know. Wollen wir zwei Einzelne machen? Lass zwei Einzelne machen, Chat. Pass auf, nur Sieg machen wir 15 Euro und dann machen wir 5 Euro auf irgendwas Dummes. Wir machen 5 Euro auf... Was ist dumm? Unter 6 Ecken. Digga, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, ist das so... Kommen so häufig Ecken im Fußball vor? 6 Ecken hören sich viel an. Ja, komm, machen wir. Wollen wir ein Kombi machen auf Full Risky? Ja, lecker, wenn der kommt. 180 Euro. Abfahrt. Komm, let's fucking go. Freunde, man muss auch mal ein bisschen riskant im Leben sein, wisst ihr, wie ich meine? Man muss auch mal ein bisschen risky gehen hier. Ich meine, am Ende des Tages ist es Gambling, oder? Am Ende des Tages wissen wir alle nicht, was passieren wird. Es ist halt wie Roulette oder so. Nein, Sportwetten sind predictable. Ich mache mein ganzes Geld im Monat damit. Chat, ich war gestern im Gym. Wie ich es gesagt habe. Ich hab eingehalten, was ich gesagt habe. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich hab das gemacht, was ich gesagt habe. Bro, Mindfuck. Ich war gestern im Gym, Freunde, ich hab actually nicht so ein krankes Training rausgehauen. Also ich glaube, ich war so 40 Minuten oder so. Also ich habe relativ fix alles gemacht. Ich habe 7 Minuten bin ich gelaufen auf dem Laufband. Und dann habe ich jeweils immer 3 Wiederholungen gemacht am Reverse Butterfly, Beinpresse, normalen Butterfly. Dann habe ich noch Bauchmuskelübungen gemacht in diesem Marienkäfer. Ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, das war's schon. Ich hab sehr, sehr kurzes Training gemacht. Aber ich war übelst am Arsch gestern, Alter. Holy shit. Damn, son, where'd you find this?
Nee, nicht auf den Stepper. Also meine Homies machen immer den Stepper. Bro, den Alter, Stepper ist underrated as fuck, yo. Der Stepper bumst dich übelst auseinander. Nee, ich mache immer Laufband normal. Ich mach das so zum Aufwärmen, weißt du? Digga, Stepper, Junge, Bruder, Stepper ist krank, Alter. Stepper fickt mich übelst auseinander. 40 Minuten reicht aus? I don't know. Einer schreibt, 40 Minuten reicht aus und genau eine Nachricht davor, 40 Minuten ist Aufwärmen, du Krüppel. Okay, nice. Ja, I don't know. Keine Ahnung. Ich meine, ich bin gestern Abend gegangen um 21 Uhr. Ich war auch ein bisschen schon müde. Aber Freunde, ja, zu meiner Verteidigung. Für den 10 out 10 Fitness Abend, ja, darf natürlich auch eine Sache nicht fehlen, Freunde. Ich bin nicht zum Gym gefahren. Ich bin zum Gym gelaufen, Freunde. Alright? Ihr wisst Bescheid, Jungs. MC Hustler Fitness Boys am Start. Busy Boy, Fitness Boys. Nee, war richtig geil tatsächlich. Ich muss das öfter machen, Digga. Ich war gestern mit Cindy erst noch 1,5 Stunden spazieren und dann bin ich noch zum Gym gelaufen und zurück und ich war sogar noch im Gym. Bro. This is crazy, bro. Weniger Songs, mehr Memes. Chico, danke, Bro. Du rettest den Tag. Was that? Danke für die 4 Euro, Buddy. Vielen Dank, Mann. Was ist das hier? Lil Platte. Also. Aber ja, es gab mal Stream, da haben wir Musik on-Stream gemacht. Also, Musik. So, Autotune darauf probiert, okay? Und das ging halt richtig in die Hose, Alter. Deswegen haben wir einfach irgendeine Scheiße gemacht. Und dann ist es einfach nur Dissi gewesen. Oh, das war mit Tummy. Oh, das ist harter Cringe. Was geht ab? Das ist zu harter Cringe, das können wir uns nicht reinziehen, Freunde. Beim besten Willen. So einen dicken Hotbox gemacht. Und das ging halt richtig in die Hose, Alter. Deswegen haben wir einfach irgendeine Scheiße gemacht. Und dann ist es einfach nur Dissi gewesen. Was geht ab? Wir haben so einen dicken Hotbox gemacht. Es war sogar ein 74-Jähriger dabei. Er hat sogar mitgeraucht. Ich sag's mal so, na klar habe ich eine Eisenbahnplatte. Hotbox! Hotbox! Damn, son, where'd you find this? Dieses, was ich da gesagt habe mit dem, wir haben so einen fetten Hotbox gemacht, ist tatsächlich von so einer Story. Da waren wir mal eingeladen auf so eine Party, aber wir kamen halt super spät. Und ich glaube, irgendwie nur Cindy war eingeladen und wir kamen da aber mit 5 Leuten einfach an und meinten halt, yo, wir sind halt 5 Leute, so passt es. Und dann hat er uns so die Tür aufgemacht, sagt so, ja, wir sind schon voll, aber wir haben gerade so einen fetten Hotbox gemacht. Es hat sogar ein 74-Jähriger. Es hat sogar ein 74-Jähriger mitgeraucht. Ah, Bruder. Gute Zeiten, gute Zeiten. Geil. Gute Zeiten, Bruder, gute Zeiten. Damn, son, where'd you find this? Hotbox! Was geht ab? Wir haben so einen dicken Hotbox gemacht. Es war sogar ein 74-Jähriger dabei. Er hat sogar mitgeraucht. Ich sag's mal so, na klar habe ich eine Eisenbahnplatte. Hotbox! Herrlich! Ah, Bruder, gute Zeiten, gute Zeiten. Ich muss mal Tami überreden, dass wir irgendwann mal einen Track zusammen machen. Hotbox! Oh, scheiße, Bro. Wann checkst du, dass man dein Headset verlängern kann, dass es auf deinen Kopf passt? Sieht halt so random aus. Au, oh, du meinst so? Ich weiß es. Ich will das nicht. Ich trage das mit Absicht so. Ich trage das auch manchmal so. Mein Chat hasst es. Mein Chat ist immer Trigger, wenn ich das so trage. Aber ich trage es so, damit ich mich selber hören kann. Ich trage das mit Absicht so. Ich muss mich selber hören, ich hole mir irgendwann kommt der Tag, da werde ich mir ein neues Headset kaufen, okay? Und dann sieht das gut aus und ihr müsst nicht triggert sein, Chat, okay? Kevin denkt, er ist DJ. Nee, wenn ich DJ wäre, das ist Regel Nummer 1, DJ-Regel Nummer 1, Chat. Man darf nur ein Ohr vom Kopfhörer drin haben, also eine Ohrmuschel. Und man muss es so zwischen seiner Schulter und seinem Ohr einklemmen, ungefähr so. Und da muss man sowas hier machen. Und so tun, als würde man krass die Musik gerade beeinflussen, obwohl das Ding höchstwahrscheinlich gar nicht angeschlossen ist. Und dann, wenn der Drop kommt, macht man 1, 2, 3, let's go! Und dann kommt so diese Qualmdinger vorne raus. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses Pssch. Und dann kommt der Drop und alle rasten aus. Ja. Im Grunde ist das DJ sein, denke ich. Aber ich finde, also jedes Mal, wenn ich auf einem Konzert war, also
zum Beispiel als ich bei Skrillex war oder so, also das war auf dem Festival, aber als er seinen Auftritt hatte, ich finde, das hat die Mucke den Drop irgendwie immer noch ein Stück geiler gemacht, als es dann auf YouTube oder bei Spotify ist. Ich weiß nicht, diese Nebelmaschinen haben irgendwie, ich finde es akustisch irgendwie geil, wenn die kommen. Wenn es auf den Drop kommt, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie finde ich das fresh. Hast du schon den neuen Song von Petro Lombardi gehört? Belladonna, hör dir mal bitte an. By the way, wann wanderst du nach Madeira aus? Ich habe das Gefühl, wenn man jetzt nach Madeira auswandert, ist man voll der Normie einfach. Das ist das Feeling, was ich hier habe, über Leute, die auswandern nach Madeira. Ja, eigentlich müsste man es machen, Bro, aber ich würde es nicht machen für die Landschaft oder so. Real Talk Chat. Also, so steuermäßig ist es halt krank nice. Also, das ist halt. Ich würde halt Unmengen Kohle sparen, so. Aber. Also, ich weiß nicht so wirklich. Also, das, ich würde es halt wirklich Real Talk nur für die Kohle machen und. Keine Ahnung, Alter. So. Ich mag Deutschland extrem, Digga. Ich mag hier zu wohnen. Ich wohne hier gerne, Freunde. Ich wohne hier extrem gerne. Oh ja, vielleicht auch für Simon. Ja, für Simon wäre auch cool. Simon öfter zu sehen wäre auch fresh, true. Aber, ich mag Deutschland sehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs. Ich bin froh, dass ich hier geboren bin. Ja, Steuern sind scheiße. Also, ich meine, Steuern sind Steuern, die müssen halt. Das gehört halt irgendwie dazu, so. Aber, ich meine, Deutschland. Ich meine, Bro, ich bin gerne hier. Ich lebe gerne in diesem Land. Ich mag es sehr gerne hier. Gerade Berlin ist sehr geil. You got to...